Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2017. So, ich bin wieder gesund. Ich hatte irgendwie, alter Schwede, irgendwie so einen komischen Virus oder sowas. Ja, war nicht so lustig, aber naja, egal. Wirklich gespielt habe ich auch nicht. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ne? Ja, mal gucken. Also, wie gesagt, ja, danke fürs Warten, fürs Durchhalten etc. Aber es wird besser. Ab und zu noch so ein bisschen kratzende Stimme, aber wenn es dann ab und zu mal so ein dann bin ich das, ne? Also, nicht wundern. So, was erwartet uns heute? Ich habe nämlich mal ein bisschen nachgerechnet und habe mir diese neue Maschine gekauft. Die kennt vielleicht der ein oder andere schon von meiner La Cucaracha Farm. Das ist quasi von dem neuen Paket. Zeige leider mal gerade ganz schnell. Lalalala. Wenn ich es empfinde, da, genau, von Stara. Das Gute bei dem Ding ist halt von der Platinum-Expansion, so alles wieder vergessen im Spiel. Das Ding selber kann nämlich Direktsaat mit düngen. Und mehr brauche ich eigentlich nicht. Es hat nur einen großen Nachteil, es ist verdammt groß. Also es ist breit und man kann es nicht zusammenklappen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber egal. Ich habe dadurch, ich habe verkauft meinen Pflug, weil ich flüge momentan eh nicht, wenn kann ich mir gerade mal leihen. Ich habe verkauft den Striegel, die Sämaschine und die Düngemaschine und habe das jetzt da rausbekommen. Wenn man alles abgibt, kriegt man das Ding quasi für lau. Dazu sogar noch ein ganz bisschen mal über. Macht auf jeden Fall Spaß, das Ding. Ja, ich habe das schon mal gezeigt auf der Map. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und man spart sich halt sehr viele Arbeitsgänge und dachte mir eigentlich, komm, kann man noch mal machen hier. Ziehen wir das mal gerade hier so durch. Und dann ist das nämlich gleich auch fertig, dieses Feld. Es geht sehr schnell. Arbeitsgeschwindigkeit 14 km/h ist auch in Ordnung. Man muss nur, und das habe ich eben gesehen, aufpassen, wenn man mit dem Ding rumfährt. Es gibt ja so Leute. Oh, guck mal, da ist manchmal, ich habe schlecht gearbeitet. Machen wir gerade mal wieder gerade hier. Hala. Ein bisschen mit dem Helfer hier rumgeeiert. Und wieder alles verlernt in dem Spiel. Naja. So. Wollen wir hier wieder die Bahn machen, damit es schön aussieht. Sehr schön. So, weil wenn man mit dem Ding jetzt nämlich hier über solche Felder fährt, wie da hier zum Beispiel, dann hat man das Problem, dass man da ganz schnell am Säen ist. Und ausgesehen werden wir jetzt mal gerade die Saat wählen. Dann nehmen wir hier Rasen, machen die Maschine wieder an. Ah ne, einmal mal ganz kurz über den Acker rüber hier. So. Jetzt habe ich da zwar so einen kleinen Rasen vielleicht momentan platt gemacht, aber das ist jetzt nicht schlimm. Das werden wir überleben. So, jetzt kommt eigentlich der große Nachteil dieser Maschine, weil die ist wirklich sehr, sehr breit und dieser Hof ist nicht sehr komfortabel für breite Maschinen. Von außen muss man da ein bisschen tricksen. Meistens geht es aber irgendwie dann doch drauf. Weil nämlich die Sämaschine, die Erntemaschine passt ja auch drauf. Und dann sollte der hier eigentlich, wenn man es mal richtig macht, meistens passt er da durch. Genau, so. Das geht sehr, sehr gut. Was ich nicht empfehlen kann, ist da vorne in die Scheune, die jetzt geradeaus ist von mir, wo der Gülle, Mist-Texter da steht, da reinzufahren. Da würde ich dann, also wenn man das Ding jetzt auflädt, dann macht das bitte so. Kann man einmal hier machen. Mal die Karte umstellen. Nicht, dass ich hier aus Versehen gleich überall Rasen sehe. Dann, naja. Und nicht schlecht, weil ich zeige euch nämlich gleich was. Oh. Oh. Ja, jetzt genau so. Ah, jetzt gucken wir es aber auch. So, weil ja, das Ding ist echt schwer zu manövrieren, das kann man nicht anders sagen. Das ist halt so, ne? Rückwärtsfahren ist damit auch echt eine Hölle. Die Maschine auffüllen. Dementsprechend Plan schließen. Können wir das eigentlich mal hier irgendwo hinstellen? Du wirst dann mit hier hin. Ja, erstmal egal. Genau. So, haben wir das auch erledigt. Hier ist auch schon alles wieder erntereif. Gott, wie lange habe ich da rumgetrödelt? Nee, Tonic ist nicht erntereif. Quatsch. Viel zu niedrig, oder? Bin ich jetzt doof. Alles verlernt in dem Spiel. Also so eine Woche gar nicht spielen ist auch irgendwie lustig. Jo, erntereif. Nicht schlecht. Kann ich hier wieder Vollgas machen. 18, 4 und 8. Ja, okay, gut. Ich muss noch 16 und 13 ernten. Eieieiei. Na egal. So, was haben wir noch? Achso, wir brauchen ja einen Trecker hier. Da macht es mal mehr Spaß. Die Ballenfrage wurde geklärt. Und zwar auf eine ganz tolle Art und Weise. Das zeige ich euch jetzt mal. Also die Ballentransportierphase. So, und zwar gibt es dann hier dieses tolle Mod-Dingen hier. Es gibt einmal den großen und den kleinen. Der kleine ist bedingt. Also der ist auch gut. Keine Frage. Ich zeige euch das als mal. So, ein Trecker aus. Also,
Das ist der Autolader. Sieht nach nichts aus, kann aber was. Und das ist sehr, sehr nett dabei. Gehen wir mal nochmal hier in den Laden rein. Und dann gehen wir auf Ballentechnik, so. Mod, nee, da war's. Nee, da war's schon. Ja, hier, genau. Dann gibt's nämlich die Autolader-Mod von Fliegel. Und das kann ich sehr empfehlen. Es gibt einmal das Ganze für Rundballen und für Quaderballen. Preis ist dann egal. Ihr müsst bei dem Preis aber immer noch die Autolader-Funktion mit 1000 Euro draufrechnen. Ne? Sonst ist es ein Standard-Ballenwagen. Und ganz ehrlich, dann verliert er so ein bisschen seinen Charme. Er kostet 10 Euro am Tag. Und was man damit machen kann, das ist wirklich phänomenal. Für diese Map, man muss, ja, ich will nicht sagen, man muss fahren können, weil das würde ja davon rausgehen, dass ich fahren könnte. Mal gerade Luft und scheiß Erkältung noch. Oder erkältet auch nicht richtig. Ne? So viraler Infekt nennt man das heutzutage. Das ist wie wenn früher, hier hat man Leistenprobleme, heutzutage hat man Adduktorenprobleme. Ne? Also, aber ich bin auch kein Arzt, von auszusehen, egal. Mit diesem Gefährt über den Hof zu fahren, ist teilweise recht tricky. Aber wenn man es einmal, wenn man es ein bisschen vorsichtig angeht, da geht es eigentlich ganz gut. Ich könnte mal noch Dings verkaufen hier. Hühner, Eier, so. So, und dann kann man nämlich auch, wenn man das möchte, ich fahre jetzt mal den ganz komplizierten Weg. Meistens fahre ich außenrum, das geht nämlich dreimal schneller. Kann man nämlich hier lang fahren. Ich habe einen neuen Hänger gekauft, weil der alte war, ich war es leid. So, und dann, also ihr seht, man kommt damit durch. Das ist nicht so das große Problem. So, jetzt sind wir also hier. Also, ich habe hier momentan, da liegt noch ein bisschen Stroh. Das Stroh selber, warum das da so schön liegt, das habe ich da bestimmt nicht so hingelegt. Das kann ich nämlich nicht. Das macht nämlich diese tolle Maschine für mich. Ganz, ganz toll. Aber ein, zwei Sachen muss man dabei beachten. So, das Ganze gibt es dann nämlich noch ein bisschen kleiner. Und zwar nennt sich so. Und Stoll. Ist das gleiche in grün, nur man kann halt nur einen Ball bewegen. Und bei dem anderen kann man, jetzt kommt es drauf an, geht da nichts? 30 Ballen. Also das ist schon ganz schön heavy. 30 Ballen mit dem Trecker, vergisst es. 30 Ballen mit dem Trecker, vergisst es. Also ich glaube, wenn ich jetzt diese Ballen hier gerade bewege, dann ist der Trecker schon ganz schön am Limit. So, gucken wir uns mal diesen Wagen gerade an. Also, wenn wir L1 drücken, dann sehen wir oben die Transporterstellung, in der wir uns gerade nicht befinden. Denn wir sind jetzt in der Transporterstellung. Wir wechseln dann ja in die Arbeitsstellung rein. Deshalb bitte in die Arbeitsstellung so reingehen, ne? Dann gucken wir mal. So. Wenn ich jetzt versuche, diese Ballen da vorne aufzuladen, dann geht das eigentlich sehr, sehr gut. Da vorne ist noch ein bisschen Heu. Wäre auch noch ein bisschen gemacht. Ja. So, wie gesagt, wenn da oben Arbeitsstellung steht, sind wir in der Transporterstellung. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen diese Ballen aufladen, dann wechseln wir in die Transporterstellung. Also wir drücken auf in die Arbeitsstellung. Lack. Das gesehen, wie geil das ist. Wir fahren hier einfach mit Volker Racho dran vorbei und der sammelt alles auf. Wichtig, ganz, ganz wichtig ist jetzt, dass ihr bitte, wenn ihr nichts mehr aufladen wollt, ganz schnell diese Transporterstellung wieder rausnehmt. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesem Wagen irgendwo dran vorbeifahre, wo irgendwo welche liegen, sagen wir mal, ich fahre hier dran vorbei und die würden nicht liegen, dann würde er die durch die Wand aufsammeln. Die. Das ist sehr, sehr leicht, ist es zu weit weg, weiß nicht. Auf jeden Fall, da muss man echt drauf aufpassen. Ich habe letztes Mal, ja, bin ich rumgefahren mit dem Ding und habe ich außerdem 1000 Ballen aufgesammelt. Die wollte ich aber gar nicht. Da hatte ich so einen Querbeetballen drauf und das war natürlich echt schlecht. Genau. So, hier liegen jetzt noch so ein paar Ballen. Da kann ich wenigstens so ein bisschen Futter noch machen. Deshalb reicht mir das erstmal. Ich habe hier jetzt aber momentan 13 Ballen, die ich natürlich gerne verkaufen möchte. Dann gucken wir mal, wie wir es machen. So, jetzt müssen wir da irgendwie wieder hochfahren. Wir fahren mal hier lang, weil ihr merkt das schon, ne? Also 145 PS, wenn ich nicht alles durch Medikamente verloren habe, mein Teilwissen. Und das gibt wirklich sehr, sehr gut Geld. Hier die Wiese habe ich einmal gemäht und durch das Mähen habe ich unter noch die Wiese hinten beim... Gott, ja egal, in der Zeit kann ich was erzählen. Hinten die Wiese beim... ach, wer ist das dann? Wo der Unterstand, wo ich den Wagen gerade abgeholt habe, dahinter die Wiese. Und da habe ich dann mal kurz ein paar Ballen gemacht. Einfach nur ganz normal gemäht und daraus Silageballen gemacht und die verkauft. Und ihr seht oben mein Kontostand. Das waren fast genau 100.000 Euro, die da rausgekommen sind. Ziemlich cool. Momentan haben die schuldenfrei. Das ist eigentlich noch viel, viel cooler. Dementsprechend kann ich auch einen neuen Trecker kaufen. Ich weiß noch nicht, was für einen. Wenn jemand eine Idee hat für einen Trecker auf dieser Map, was ich vielleicht überlege, ist vielleicht die Cow Edition. Also den Kuhflecken Trecker. So, jetzt geht's natürlich ab hier. Wenn es bergab, freuen sich mal alle. Ne? Und das geht natürlich richtig gut. Keine Frage.
So, da fährt er auch wunderbar. Und das klappt wirklich sehr, sehr gut. So. Jetzt kommt der Trick. Mich ist abladen. Das ist eigentlich auch ziemlich witzig. So, abladen. Stecker aus. Ballen entladen kann ich jetzt drücken. Ne? Also man kann sogar noch Spanngurte anbringen, aber das ist eigentlich total egal, weil die wackeln eh nicht. Ne? Also ich habe es noch nicht geschafft, hier runterzuwerfen. Das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. So. Was jetzt nochmal? Achso, genau. Ballen entladen. Mein Gott. So. So, ihr seht jetzt, jetzt kann ich mit dem linken Stick, wenn ich oben Ballen entladen klicke, dann kann ich die Ballen hier so bewegen, wo ich die denn abladen will. Und das ist echt toll, wirklich, also richtig toll. Ich kann sie auch nicht in den Boden versenken. Ich könnte sie zum Beispiel jetzt hier abladen, dann würden sie runterfallen, dann liegen sie dann nicht mehr ganz so schön. Deshalb lege ich sie einfach mal jetzt hier hin. So, so ist gut, genau. Und sage jetzt an dieser Stelle entladen. Lack. Ihr seht, dann rollen sie natürlich ein bisschen, weil der Untergrund vielleicht nicht immer ganz eben ist. Aber das ist nicht schlimm. Das interessiert uns jetzt gerade nicht. Wichtig ist jetzt, wenn ich jetzt in der, da ich ja in der Transporterstellung bin, wenn ich jetzt sage, ich gehe wieder in die Arbeitsstellung und fahre dann vorbei, dann sammle ich die sofort wieder ein. Also dementsprechend bitte würde ich euch raten, darauf aufzupassen. Sonst ist es wirklich sehr, sehr nervig. So, sehr gut. Weiter geht's. Wir fahren mal hier lang. Genau, sehr schön. Bringen den mal gerade wieder zurück. Und dann zeige ich euch das andere Ding. Das ist nämlich auch sehr, sehr lustig. Ich muss jetzt natürlich das noch irgendwie in die BGA rein befördern. Da gibt es bestimmt auch Riesenballen, Gabeln, die tausend Dinge auf einmal sammeln können und so weiter und so fort. Aber ich will euch ja den anderen Mod zeigen. Der ist nämlich auch sehr lustig. So, jetzt habe ich mich dran gefahren. Ich habe es sogar geschafft. Dieses Ding, zeige ich euch gleich mal. Es hat ja so eine blöde Lenkachse vorne. Passt nicht wie die Pest sowas. So. Da können wir gerade noch eine Scheune fahren. Ist ja schon dreckig genug. Ich habe keinen Kercher deshalb, aber naja. So, sehr gut. Achso, hier da, wo der jetzt drin steht, da habe ich den mal rückwärts reingefahren. Also nur mal so ein bisschen zum Angeben wenigstens. So, und jetzt? Mal gucken, wie die Gabel vorne steht. Genau so. Ankoppeln. Dann fahren wir gerade mal ganz schnell darüber. Das heißt, wir können auch hier hochfahren, oder? Wenn man einen Trecker hat. Ein bisschen geländegängig sind hier, habe ich mal gehört. Wobei der sich richtig quält, der kommt auch weg hier, weil er hat einfach dann doch ein bisschen zu wenig Power. Also, ich dachte gerade, hier wären noch Ballen, aber da sind ja linke Blumen. Oh, sehr gut. Lalalala. Das sind Gewicht hätte ich auch ein bisschen größer wählen können, weil es ist schon ein bisschen grenzwertig. Das werdet ihr jetzt gleich sehen beim Verladen. So. Und diese diese Zange, so, die kann was ganz Besonderes. Die gehört auch zum Laderpaket dazu. Die war aber, glaube ich, hier drin. Und Ladersachen. Dann habt ihr die hier da. Ne? Die kann halt eckige und Rundballen machen. Kostet 1700 und dazu kommt wieder eine Autoladerfunktion von 1000. Also ein bisschen besser aufpassen, aber das geht wunderbar. 5 Euro am Tag, kann man nicht meckern. Kann einen Ballen aufheben, ist richtig toll. So, versuchen wir das mal. So, es ist jetzt eigentlich egal, wie man diese Zange stellt. Ja, das ist vollkommen Wumpe. Wir sind oben wieder Arbeitsstellung oder Transporterstellung. Wir gehen jetzt in die Arbeitsstellung. Ja, also das gleiche Prinzip. Und jetzt auf einmal hingucken. Klack, aufgesammelt. Fertig. Klack, fertig. Und jetzt können wir den halt, ja, ihr merkt ein bisschen, habe ich ein schlechtes Gewicht hinten dran. Das ist jetzt nicht ganz perfekt, aber ist nicht schlimm. So, wir machen Ballen entladen. Zweimal kurz Dreieck drücken. Wenn man jetzt wieder Dreieck drückt, ist man dann wieder in der Arbeitsstellung. Klack. Und einer habe ich jetzt weggekegelt, aber ist nicht schlimm, weil... Uiuiui, cooler Slide, ne? Ja, ja. Das Olympisch wäre, ja, ja, Gold für Deutschland, ja. So. Sammeln wir mal bei dem verlorenen Sohn da hinten ein. Plack. Ihr seht, das funktioniert wirklich sehr gut. Und man beachte mein Geld. Ich war bei 106.000, wenn ich recht mich erinnere. Das ist einfach mal so klack, nächste, klack, nächste, klack, nächste. Oh, 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 oh. Ich kann das jetzt noch mit dem Entladen mal ein bisschen länger, besser zeigen. Ich bin eben gar nicht drauf eingegangen. So, also. Stehen bleiben. Ich könnte ihn jetzt hier mit Zange auf und runter und hast du nicht gesehen und
Das geht genauso, aber ich kann da nicht entladen jetzt. Das ist das Problem. Deshalb L1 drücken, Ballen entladen. Dann kann ich jetzt sagen, an dieser Stelle entladen, ja, muss ich dann nochmal drücken. Lack. Und dann fällt er erst rein. Ich kann den dann auch leider nicht so buxieren, wie ich das mit den anderen mache. Das ist auch nicht schlimm. So. Es funktioniert auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gut. Und es gibt einfach sehr viel Geld. Upsala. Und der nächste. Aber nur mal gucken, ob man in so einem Kreis fährt oder immer zurücksetzt oder sowas. Also wie gesagt, der ist jetzt ein bisschen grenzwertig von der Belastung her. Aber es geht. Und dadurch, dass mein einziger Trecker ist mit Frontlader, bin ich damit eigentlich zufrieden. Ich könnte mir auch den Dings, den Case kaufen, den 14515. Aber mal gucken. Ein neuer Trecker wäre natürlich nicht schlecht. Aber wenn jetzt jemand sagt, hey, coolen Trecker oder so, bin dafür alles bereit. Sollte aber ein bisschen Ponys haben. Also, weiß ich nicht, vielleicht so um die 200 plus minus. Das ist jetzt aber halt auch nicht zu groß, weil der sonst nämlich mit dem Manövrieren auf dem Hof, das wird sehr eng. So, jetzt sind wir gleich fertig. Ja, ein Glück. Wie gesagt, man kann das auch noch anders machen. Klar, man kann sich jetzt eine Gabel holen, wo man halt so 5-6 Dinge auf einmal dran machen kann. Ist klar, geht alles. Aber das funktioniert hier halt auch so. Und toll ist damit, ich kann zum Beispiel damit auch sehr schön so ein paar Dinger stapeln. Ich habe das ja bei dem Hof, wo ich gerade den Trecker hier abgeholt habe, da habe ich so ein paar Sachen gestapelt. Es geht halt echt sehr gut. Also man muss halt einfach nur drüber fahren. Gerade ein Handshake ab mit der Biogas-Bombe da. Und ihr seht, das sind einfach 70.000 habe ich jetzt, ne? Aber ein Ballen kommt noch. Klack! Hammer, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr gut. Fahren wir gerade mal zurück hier. Kann man sehr empfehlen. Upsala. Und so macht man halt echt sehr viel Geld. Und ja, das ist jetzt nicht viel Arbeit. Es grenzt schon fast an Cheaten. Aber, mein Gott. Trotzdem, gerade das mit dem Verladen der Ballen finde ich echt klasse, weil, ja, Ballen sind halt immer so ein bisschen tricky. Sie kosten sehr viel Zeit, bringen etwas mehr Geld. Wenn ich das jetzt gerade in Silage so verpackt hätte, dann wäre es auf jeden Fall nicht so viel Geld gewesen. Aber ich hätte es auch schneller machen können. Ne? Also ihr seht, dass manche da vorne die Tür, die habe ich halt hiermit gebaut. Ja klar, kann man das mit den anderen Sachen auch machen, aber das funktioniert sehr gut. Ups, Trecker läuft nicht so gut. So. Okay, ja, Luft ist noch ein bisschen weg. Ich lasse es auch mal dabei, glaube ich. Aber ich bin wieder da. Ah. Ja, wie gesagt, also man kann auch sowas hier mit so einer Pieksegabel machen. Da kann man auch zwei mitnehmen. Das geht genauso gut und so weiter und so fort. Kein Problem. Aber trotzdem, diese Autoladerfunktion, das ist wirklich sehr, sehr nett. Und ich denke, für diejenigen unter euch, die dann irgendwann mal sagen, okay, ich hätte gerne einfach nur, weiß ich nicht, soll das irgendwie ein bisschen schneller gehen. Ja, viel Arbeit schon mit Stapeln von Ballen verbracht, dann ist das eine richtig gute Alternative, genau. Ja, ansonsten muss ich mal gucken, was wir hier noch so kaufen können, etc. Wie gesagt, so ein Kompaktlader hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen Spaß bei. Muss ich mal gucken. Vielleicht noch einen neuen Trecker. Wäre auch nicht schlecht. Also, wenn jemand einen guten Trecker kennt, was ich jetzt überlege, ist halt der... Es gibt ganz viele Trecker in dem Spiel. So... Da ist er, der Valtra T-Serie Cow Edition. 170.000 könnte ich mir jetzt gerade sogar kaufen. Finde ich das lustig, weil er hat einen Frontladeranbau. Der hat sogar nochmal mehr PS, wenn ich das möchte. Er hat ein Radgewicht, kann man auch mal mitnehmen, warum nicht. Ist auf jeden Fall mal eine nette Alternative. Und ich finde die Valtras eigentlich ganz nett. Ja, Fendt, die könnte ich jetzt auch nehmen. Das ist ein super Trecker, die haben richtig viel Power und so weiter. Aber weiß ich nicht. Ein Steirer, ja, der hat leider keinen Frontlader, ne? Sonst wäre der vielleicht auch cool. 180 PS wäre natürlich echt witzig, ne? Der hat einen Frontlader, aber nur 95 PS. Ja, ihr seht meine Misere, in der ich mich befinde. Aber gut, schauen wir mal. So, dann werde ich jetzt einmal noch einen Tee trinken. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Danke, dass ihr mir die Treue geschworen habt. Ja, kann ja auch sein. Wenn man ist eine Woche krank, kommt wieder auf einmal ist der ganze Kanal leer. Ist dann immer ein bisschen ärgerlich, ne? Aber was soll's, ne? So ist halt Leben.
Genau, so, ich bleibe jetzt noch ein bisschen, ich spiele jetzt ein bisschen den Morgenhahn, nerv die Leute und euch wünsche ich noch einen schönen Tag, genießt das schöne Wetter und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2017. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao.